vielleicht nochmal richtig punkten. Nochmal? Was Schiefliegen am Ende angeht, wenn wir Gesamtweltcup nehmen, da sind ja die, kommen ja alle rein, die Punkte. Ja, also wir müssen erstmal abwarten. Das sind natürlich viele Spiele. Oh, super Sprung jetzt von Aschenwald. Man spekuliert natürlich und hält fest. Ich glaube, ich war auch immer einer derjenigen, ich komme ja aus dem aktiven Sport. Bleib im Hier und Jetzt, kümmere dich darum und danach guckst du, wo es hingeht. Weil das würde ich gern, hätte ich gern, wünsche ich mir. Das ist am 24. Dezember spätestens vorbei. Ja, ich frage nur, ob das ein Vorteil sein könnte, dass am Ende so viel Ski geflogen wird, aber das kann Kobayashi natürlich auch. Ja, der hat eine feste Technik. Ich meine, der knallt die Dinger da genauso weg. Und ja, das deswegen, das lasse ich mich gar nicht drauf ein, sondern das sind so viele Sachen noch, die da bis dahin passieren können oder auch Karl für sich selber finden können. 139 Meter für Philipp Aschenwald und damit sind schon wieder drei Österreicher unter den besten.